Hey ihr Lieben, willkommen zurück bei einem weiteren Planet Coaster 2 Showcase. Heute schauen wir mal gemeinsam in die Anpassung der Fahrgeschäfte rein und was man damit alles machen kann. Denn abseits dessen, dass man die Coaster an sich anpassen kann, kann man damit nämlich ein paar schöne, bewegliche bzw. animierte Szenerieobjekte machen, wie zum Beispiel, vielleicht hat man es im Hintergrund schon gesehen, diese Fischbestie, die hier durch den Park geistert. Also, wir schauen gleich mal gemeinsam da rein. Ja, wie ihr hier bereits sehen könnt, ist es inzwischen möglich, seine eigenen Fahrgeschäfte noch ein bisschen, ja, zu customizen, würde ich sagen. Gehen wir mal in die Pause rein und schauen mal genau rein, was hier eigentlich an meiner kleinen Holzachterbahn passiert ist. Und zwar, und das ist eine ziemlich coole Sache, man kann inzwischen seine Fahrgeschäfte so weit anpassen, dass man die um Szenerieobjekte erweitern kann. Und das beinhaltet nicht nur statische Szenerieobjekte, nein, das können auch animierte sein. Doch das zeige ich euch später mal genau. Was ich hier gemacht habe, ist im Prinzip ganz einfach. Ich habe mir hier ein paar Holzobjekte genommen, wie zum Beispiel dieses Fass, diese Holzstämme, die runden und die eckigen, die bereits schon mit Seilen verbunden sind, und habe die an die Bahn mit angelegt. Das Coole daran ist, dass es, wenn man in dem Baumodus ist, dass man das alles spiegeln kann, dass man also sozusagen kann, okay, wir haben einen Spiegelmodus, das zeige ich euch später nochmal, wir haben einen Spiegelmodus, damit teilt es die Objekte auf beide Seiten auf. Wir haben sogar die Option, das direkt an alle Bahnen mit zu übertragen, und dann habt ihr im Prinzip die Fummelei nur ein einziges Mal und könnt es auch schon an allen Wagen mit verwenden. Sieht ziemlich cool aus, wenn man es richtig macht. Das ist jetzt hier bloß ein bisschen, naja, doch ein bisschen einfach gehalten, würde ich sagen, weil ich es einfach mal probiert habe, direkt im Stream, und bin mit dem Ergebnis eigentlich doch, zumindest für den Anfang, recht zufrieden. Da kann man sehr viel mehr draus machen als ich jetzt. Wir schauen es uns gleich nochmal ein bisschen genauer an, bevor wir dann nochmal zu diesem, naja, wie soll ich sagen, etwas cooleren Thema gehen, und zwar zu den Szenerieobjekten an sich. Ja, und dann gehen wir doch mal direkt in die Bearbeitung rein. Das ist nämlich eigentlich relativ simpel. Ich habe mir jetzt hier eine ganz einfache Holzachterbahn hingesetzt, die Station platziert, und wir gehen einfach mal direkt hier oben in das Fenster mit der Anpassung rein. Und das ist ganz simpel. Klickt einfach auf Szenerie anfügen und dann kann es im Prinzip auch schon losgehen. Dann wählt ihr euch euer Szenerieobjekt aus. In dem Fall mache ich es mir relativ einfach. Guckt mal, das ist doch lustig. Diese aquatische Aufbewahrungskiste. Da probieren wir mal was mit. Wichtig ist, denkt an die Werkzeuge. Ihr habt auf der rechten Seite eure Verschieben, erweitertes Verschieben, Skalieren Werkzeuge. Wir können es mal ein bisschen kleiner skalieren. Wir machen es mal auf 80%. Tolles Werkzeug. Und habe ich es noch in der Hand? Jetzt habe ich es nicht mehr in der Hand. Wo ist es denn? Er hat es da hinten hingesetzt. Frechheit. Bewegen wir es nochmal. So, wir haben es auf 80%. Wahrscheinlich hat er dann einfach reingeklickt. Wir nehmen es auf 80%, wechseln in die Symmetrie und sagen, okay, wir achten mal hier auf die Symmetriemöglichkeiten. Wenn ihr das auf alle Züge haben wollt und nicht jeden einzelnen haben wollt, sagt er hier, okay, na, auf alle Züge anwenden. Bam. Dann, was ich empfehlen würde, wenn ihr das wirklich auf beiden Seiten des Zugs haben wollt, also zum Beispiel nicht nur auf der linken Seite diese Begrenzung, sondern auf der rechten auch, macht ihr Symmetrietyp gespiegelt. Dann sieht man schon, was da passiert. Sieht ein bisschen aus wie irgendwelche Rettungsbojen. Wichtig ist jetzt, dass ihr das Twinning aktiviert und es auf Twin setzt, weil dann nimmt das auf alle Züge mit an. Und das ist eigentlich ziemlich witzig, weil jetzt könnt ihr das im Prinzip so zurechtschieben, wie ihr es braucht. Und er setzt es einfach, Sebastian hat jetzt einen Torpedo-Charakter hier, und er setzt das Ganze exakt so an, dass es auf allen identisch ist. So, das ist ziemlich cool. Dann wählen wir uns einfach noch ein anderes Objekt aus. Was nehmen wir denn? Wir nehmen mal so eine Leuchte hier. Auf der letzten Seite gibt es noch zwei Leuchten mit dazu. Völlig Banane. Und die setzen wir hier mit dran. Die schieben wir noch ein bisschen weiter nach außen, dass die hier so ein bisschen drin hängen. So. Wollen wir die auch nochmal skalieren? Dann machen wir die vielleicht ein bisschen... Halt, stopp. Hier ein bisschen kleiner, die Lampen. Setzen wir vielleicht mal so auf 65 oder so. Ja, irgend sowas um die 65%. Ziehen die hier ran, ein bisschen weiter rein. Dann können wir die vielleicht ein bisschen hochziehen. Und dann haben wir es im Prinzip auch schon. So einfach ist es. Also im Prinzip das Menü durchklicken, die Menüoptionen, die ihr haben wollt, auswählen und dann fertig. Und wenn wir jetzt testen würden, machen wir mal ganz kurz, bei einer nicht fertigen Achterbahn, mal Pause hier ausmachen, dann fährt es auch automatisch mit, wie ihr sehen könnt. Natürlich würde das jetzt hier, ja, wir gucken uns an. Hui! Und das Schöne ist, selbst bei kaputten Wagen nimmt er es mit und es bleibt nichts übrig. Haben wir das auch direkt noch getestet. Läuft sehr, sehr, sehr schön.
jetzt gibt's was anderes. Ich mache hier keinen Cut an der Stelle. Vielleicht seht ihr es hier schon. Es gibt was anderes, was auch ein sehr, sehr cooles neues Feature ist. Und zwar könnt ihr mit der Anpassung an Strecken und Achterbahnen, ja, wie soll ich sagen, bewegliche Szenerie machen. Sei es Schiffe, sei es hier diese Fischbestie, diese unheimliche. Oder Go-Karts, die fahren, wenn es jetzt keine Strecke sein soll. Irgendein angepasstes Objekt, das einfach hier durch die Karte fahren soll. Theoretisch könntet ihr einen Sonnenschirm nehmen, zum Beispiel diesen hier, den auf eine Achterbahn stellen, also über das Anpassungsmenü, die Achterbahn permanent im Testmodus laufen lassen und ihr hättet den fahrenden, ja, den fahrenden Sonnenschirm. Oder sei es halt, wenn ihr irgendwelche Geister animieren wollt oder sonst was auch immer an Szenerie. Das ist möglich. Und wie das gemacht ist, gucken wir auch nochmal ganz kurz rein. Ich habe das jetzt hier im Prinzip schon vorgebaut, durchgebaut. Ich habe das vor der Aufnahme schon mal gemacht. Es ist relativ cool, denn man ist ja in der Lage, die Bahn doch relativ gut im Wasser zu versenken. Man sieht jetzt hier erstmal gar nichts. Vielleicht könnt ihr es erkennen. Die Bahn ist unterm Wasser und die Strecke geht in die Erde mit rein. Ich zeige euch das jetzt nochmal über Wasser. Machen wir mal das Menü an. Gehen wir kurz ins Terraforming. Machen das Wasser hier weg. Und hier ist schon zu erkennen, dass das Ganze unterirdisch stattfindet. Das Coole daran ist, dass man eben die Möglichkeit hat, das wirklich super gut zu verstecken. Und ich zeige euch jetzt noch so ein paar kleine Sachen, auf die ihr achten müsst. Deswegen machen wir das Ganze jetzt nochmal from scratch und legen eine neue kleine Bahn an. Und ich mache das direkt wieder anhand der Szenerie bzw. der Bahn, die ich hier selber auch gewählt habe. Ich glaube, ich habe da so eine Maus für genommen. Wir müssen mal ganz kurz schauen. Ich hatte nämlich den Spinning Coaster. Oder war das der? Es war dieser Spinning Coaster. Den habe ich genommen. Warum? Weil der Fallwinkel und der Neigungswinkel relativ hoch ist. Also ich wollte die höchstmögliche, ja, Individualisierbarkeit dabei haben. Beziehungsweise Flexibilität. Jetzt gibt es ein bisschen was zu beachten. Wenn ihr das Ganze baut, normalerweise würde man sagen, okay, ich nehme jetzt hier so eine Standardschiene, aber darauf rollt das nicht lang. Nehmt also am besten Reibräder. Mit den Reibrädern könnt ihr im Prinzip eine relativ einfache Fahrbahn bauen. Na, das können wir mal machen. So, wenn es jetzt wirklich bloß darum geht, dass ihr ein einfaches animiertes Objekt haben wollt, dann nehmt ihr das. So, wir beenden das Ganze jetzt mal automatisch. Bestätigen das. Dann gehen wir wieder in unser Anpassungsmenü. Was jetzt hier noch nicht ist, weil ich noch im Streckenmenü bin. Hier anpassen, Szenerie anfügen. Und jetzt wollen wir doch einfach mal ein animiertes Objekt nehmen. Zack, nehmen wir das mal. Da haben wir hier unseren Fisch und theoretisch könnten wir auch andere Sachen machen. Wollen wir mal so einen Unterwassergreifarm? Der will ausgelöst werden, ne? Was haben wir hier? Das ergibt wenig Sinn. Pass auf. Ah, guck mal hier. Qualle, ne? Das ist doch super. Guck mal. Wir nehmen mal diese Laternenqualle hier. Und setzen die mal mit an. So, jetzt ist der hier fertig, customized, wenn ich es richtig gemacht habe. Und dann setzen wir das mal in Testmodus. Und fangen an. Und dann fährt das Ganze hier los. Und wir haben eine fahrende Qualle. Und im Hintergrund haben wir immer noch explodierende Wagen. That's it. Es ist so einfach. Und schon habt ihr eine fahrende Qualle. Was ihr jetzt noch bedenken könnt oder beachten könnt, je nachdem, wie ihr es vorhabt, ist, wenn ihr natürlich das Ganze ein bisschen dynamischer machen wollt, dass ihr die Schienen mal ein bisschen nach oben, ein bisschen nach unten führt, wie ich es bei meiner Bahn gemacht habe. Das zeige ich euch gleich nochmal am Beispiel dieser Bahn. Aber im Prinzip ist es genauso einfach. Ihr nehmt die Szenerie, ihr fügt die an, nehmt animierte Szenerie und das Ganze fährt hier durch die Gegend, als wäre es so. Na, als hättet ihr im Prinzip, ich mache mal ganz kurz hier im Hintergrund das nochmal aus, damit es jetzt hier nicht stört. Und dann gehen wir nochmal in die Anpassung rein, Szenerie anfügen und ich glaube, es gab doch das Wikinger-Schiff. Da müssen wir mal die animierte Eigenschaft rausnehmen und nehmen mal. Jetzt haben wir hier das Mittelteil, ne? Das können wir hier anfügen. Das ist ziemlich mächtig. Nehmen wir mal das gute Stück hier. Nehmen uns das Hinterteil raus. Ziehen das Ganze hier ein bisschen weiter und machen das vordere Stück unserer Kriegsgaläre, würde ich jetzt beinahe sagen. Wieso fühle ich mich eigentlich gerade wie bei Age of Empires? Egal.
setzen noch ein Segel drauf. Und haben jetzt hier unser Kriegsschiff. Und jetzt testen wir das Ganze mal, was es da macht. Und wie genial ist das bitte? Wie genial ist das, wenn ihr schöne Szenerie in eurem Park haben wollt, wenn ihr diese direkt einfach komplett durchanimiert? Ich muss ehrlich sagen, ich hab's durch Zufall entdeckt. Und ich liebe es. Es ist großartig. Es ist einfach ein geniales Feature, was euch im Prinzip eure Parks um so, so viel schöne, bewegte Szenerie anreichert. Es ist ein Traum. Es ist einfach großartig. Jetzt schauen wir nochmal ganz kurz in unsere Fischbestie rein. Was ich hier gemacht habe, ist im Prinzip, wie schon gesagt, ne, ich habe das Ganze unter die Erde gesetzt. Allerdings habe ich hier auch noch mit ein bisschen Höhenunterschieden gearbeitet. Wie habe ich das Ganze gemacht? Wie man es von einem Coaster kennt. Ich habe mit Fallelementen gearbeitet, habe mit dem Kettenlift nach oben gearbeitet, bis wir dann wieder bei den Rollelementen sind, wieder einen Fall reingebaut, das Ganze ein bisschen geschlängelt und auch hier wieder mit dem Kettenlift gearbeitet. Nachteil davon, das ist ein bisschen laut durch den Kettenlift, es klackert ein bisschen, man hat die Seiten, das Seitengeländer, das man leider nicht wegbekommt, ich habe es zumindest nicht geschafft, aber nichtsdestotrotz hat man dann ein sehr, sehr cooles animiertes Objekt. Ich gehe nochmal hier in den Testmodus rein. Und das ist der Modus, in dem es bleiben muss. Damit meckert das Spiel nicht über irgendwelche mangelnden Eingänge oder fehlenden Eingänge. Ihr habt das Ganze hier, dass es die ganze Zeit sich bewegt. Der Fisch taucht unter das Wasser ab, ist dann weg. Und dann taucht er wieder auf. Na, und unter dem Wasser sieht das Ganze dann, wenn wir das jetzt wieder setzen wollen, so hier aus. Zack. Und dann haben wir hier den schwimmenden Fisch in unserem Jungle Kingdom. Ich find's großartig. Ich find's super. Sollte auf jeden Fall mehr genutzt werden. Deswegen dieses kleine Mini-Tutorial von mir an euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr wollt, lasst gerne mal einen Kommentar da, was ihr euch vorstellen könntet, was man damit alles animieren kann, was euch gerade so in Gedanken kommt. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr wiederkommt, wenn ihr ein Follow da lasst für den Kanal, beziehungsweise ein, ja, hier heißt das Abo auf YouTube. Ich bin sonst nämlich eher auf Twitch unterwegs, also wenn ihr Bock habt, schaut gerne mal im Livestream vorbei auf twitch.tv/simonstergg. Da gibt es aktuell unglaublich viel Planet Coaster, da haben wir diesen Park auch schon vorbereitet und gebaut. Und viel probiert, ja, zum Beispiel an der Gondel hier, komplett verzweifelt. Aber genug davon in eigener Sache. Also ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit den neuen Anpassungsmöglichkeiten für eure Fahrgeschäfte. Und ich bin gespannt, was ihr draus macht. Also ihr Lieben, bis bald und ciao.